Willkommen zur zweiten Folge meiner Runaway Teen Pregnancy Challenge. Das ist mittlerweile die zweite Aufnahme, die ich jetzt mache, weil die erste Aufnahme das reinste Chaos war. Weil ich vergessen hatte, mein CC Command Center wieder als Mod aktiv zu machen. Und das war die reinste Katastrophe. Ich war so schockiert. Naja, wir haben jetzt nochmal neu gestartet. Ich hatte es zum Glück nicht gespeichert. Ja, aber nur kleine Information. Ich habe bei den Spielregeln eine Kleinigkeit verändert. Und zwar habe ich einmal herausgefunden, das wusste ich nicht, wahrscheinlich wusstet ihr es schon, dass man die Babys auch in die Kinderkrippe schicken kann. Weil wir dürfen uns ja nur einen Tag Urlaub nehmen, wenn das Kind dann auf die Welt kommt. Und daher habe ich das jetzt ein bisschen umgeändert in den Regeln von der ersten Folge. Und dann habe ich bei den Lebensdauern von den Kindern, auch mit dem CC Command Center, habe ich wie nennt man das jetzt nochmal, ich habe es vergessen, wie lange es braucht, bis es Geburtstag hat, das Kind. Dauert 2 Tage im Normalfall. Ich habe es jetzt auf einen Tag geändert, damit es vielleicht nur in der langen Version vielleicht so 3-4 Tage sind, wo es ein Baby ist. Da habe ich aber auch gesagt, da können wir auch eine Ausnahme machen, weil als kleines Baby können wir mit dem nicht viel anfangen. Ob wir nicht dann sagen, okay, vielleicht machen wir nur einen Tag das Baby und dann machen wir es zum Kleinkind. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder ich mach's hier als Abstimmung, wenn ich das hinkriege. Also bitte nicht böse sein, wenn ich es nicht hinkriege. Genau. Machen wir das so. Die April will gerade zur Schule gehen. Hat keine Hausaufgaben gemacht. Toller Start in die Folge. Oh mein Gott. Aber sie ist noch im durchschnittlichen Bereich. Aber für die Zukunft machen wir die Hausaufgaben direkt, wenn wir nach Hause kommen. Dann hat sie nämlich. Und ich würde sagen, wir lassen sie jetzt einfach zur Schule gehen. Und ich werde wahrscheinlich immer so die Parts rausschneiden, wo sie zur Schule ist, weil da werde ich nichts groß machen, außer die ganze Zeit zugucken. Werde die Parts rausschneiden, wo sie schläft oder wenn irgendwas zu lange ist und zu langweilig ist, das werde ich dann meistens so machen. Okay, Stipendien. Können wir uns auch überlegen, wenn sie eine junge Erwachsene ist, dass wir sie vielleicht sogar an die Uni schicken? Aber ich denke mal, das ist jetzt erstmal unrelevant. Und dann sehen wir uns später, wenn sie zurück ist. So, unsere liebe April ist zurück. Sie ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Okay. Zufriedenstellende Leistungen. Es wird auf jeden Fall. Und dann ist noch gerade hier aufgepoppt. Für 2 Essen. Schwanger, 2. Trimester in 19 Stunden. Ich hoffe, dass das dann wirklich 7 Tage am, wenn man das so jetzt mal zusammenrechnet, so ist. Okay, sie geht jetzt erstmal duschen. In dickeren April bleibt kurz stehen. Einen dickeren Bauch hat sie noch nicht. Ich bin dann mal gespannt, wenn die 19 Stunden jetzt 18 Stunden rum sind, wie viele Tage dann steht, bis sie im 3. Semester ist. Genau, jetzt habe ich es. Wir lassen sie jetzt duschen. Hunger hat sie nicht. Ihr geht es soweit gut, bis auf die Dusche. Also auf die Hygiene, das macht sie jetzt. Sozial können wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und wir müssen unbedingt gucken, dass sie Spaß mehr hinkriegt. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir dann erstmal, kriegen wir das hin mit dem Spaßlevel? Ja, dass sie Hausaufgaben macht, zumindest ein Teil. Und dass wir dann mal gucken, ob wir die Kokosnüsse jetzt endlich ernten können. Dass unsere liebe April einen kleinen Garten sich anbaut. So. Jetzt muss ich sie nur wieder finden. Glänzt da was? Nein, wir können ihn immer nur noch ansehen. Okay. Und wo war der zweite? Da hinten. Auch nur ansehen. Okay. Sie macht jetzt Hausaufgaben. Sehr gut. Danach gucken wir mal, dass sie ein bisschen Spaß hat. Und dass sie vielleicht mit anderen Leuten interagiert. So, da spule ich aber jetzt auch mal ein bisschen vor, dass es nicht so langatmig wird. Schade, dass der Jetski-Flitzer den Sims nicht so viel Spaß bereitet, dass der Spaß hochgeht. Das finde ich nämlich eigentlich voll cool. Nur, es gibt ja so einen Mod, damit die, egal was sie machen, dass das denen Spaß macht und dass das hochgeht. Den kriege ich aber leider nicht rein, weil mein PC da nicht so mitmacht. Aber die Überlegung ist, dass ich mir später mal einen anderen hole. Aber jetzt für den Anfang reicht mein Laptop vollkommen aus. Falls ihr dieses Klimpern hört, das sind meine Ohrringe, weil ich meinen Kopf irgendwie die ganze Zeit bewege.
Hast du deine Hausaufgaben fertig? Hast du sie? Sie ist jetzt zu angespannt. Okay, zu wie viel Prozent hast du sie? 75%. Okay, wir haben 17:32 Uhr. Dann hätte ich gesagt, ist hier irgendeiner in der Nähe gerade? Macht dir Angeln Spaß, April? Wenn nicht, gehst du ein bisschen angeln. Los, angel. Kannst ein paar Fische holen. Weil, wieso ziehst du jetzt deine Badesachen an? Schwimmst du jetzt darüber? Ja, direkt die Abkürzung. Sehr gut. Und wie sie da wieder reinwatschelt. Wasser. Aber das Wasser müsste doch auf Sulani total warm sein, oder? Und sie tut was für ihre Fitness. Sehr gut. Angeln hat sie malen. Wir können vielleicht auch noch ein Gemälde malen. Wir haben 230 Molions. Ich hoffe, heute ist die Folge von der Qualität ein bisschen besser als die letzte. Ich habe nämlich da noch ein bisschen rumexperimentiert und gemacht und getan und hoffe, dass das jetzt besser ist. Auch vom Ton vielleicht. Und generell, dass man mir meine Nervosität nicht mehr so anmerkt. Ja, der Part, der wird auch dann direkt heute noch am 5.2. online gehen. Was ist jetzt? Was machst du? Ich denke, du sollst... Hallo? Angel mal ein bisschen und dann kannst du vielleicht ein paar Muscheln suchen. Und das geht natürlich nicht. Geht denn dein Spaß jetzt hoch? Wieso angelst du denn jetzt nicht, Madame? Los jetzt. Also irgendwie funktioniert das gerade nicht. Okay. Dann hätte ich gesagt, gucken wir jetzt, dass sie sich bei dem jungen Mann hier noch was zu essen bestellt. Hol dir mal Fisch und Tacos. Oder Fischtacos. Ich hoffe, dass mein Spiel ein bisschen leiser ist als die in der letzten Folge. April, kommst du bitte? Du willst doch was zu essen haben. Los, los. Die Hausaufgaben hat sie zu 75%. Das ist schon mal sehr gut. Und sie hat ein Schulprojekt. Das können wir ja dann auch am nächsten Tag anfangen. So, April. Viel Spaß beim Essen. Lass es dir vor allem schmecken. Sie ist in 14 Stunden im zweiten Trimester. Wie cool. Kann natürlich sein, dass das ein bisschen anders jetzt angezeigt wird, weil ich sie über den MC Command Center schwanger gemacht habe. Statt mit jemandem ein Techtelmechtel machen zu lassen. April, willst du das vielleicht dann wegwerfen gerade? Und dir schmecken scheint's die Tacos. Fischtaco, sehr gut. Und wir haben schon wieder 20 Uhr. Du musst noch einen Teil Hausaufgaben machen. Du bist eine junge Erwachsene, sehr cool. Können wir mit dir ein bisschen quatschen? Beschwer dich mal über deine Probleme. Und der kreischt hier durch die Gegend. Sollen wir ihr die große Neuigkeit erzählen? Ich würde es, glaube ich, noch ein bisschen geheim halten. Dann mach mal deinen Ärger Luft. Und dann könnt ihr euch vielleicht noch ein paar Witze erzählen. Vielleicht geht dann dein Spaßfaktor vielleicht auch ein bisschen hoch. Ihr könnt mir ja gerne mal ein paar Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben, wie ich sie mit dem Spaßlevel wieder hochkriege, wenn ich nicht diesen Mod habe. Vielleicht gibt es da ja irgendeinen Trick, außer halt Fernsehen zu gucken, mit diesem Bibub-Dingsbums zu spielen, wo die in diesem Kasten sind, oder am PC was zu machen, weil sie hat ja keinen PC. Was geht da ab? Ah, die geht nur an unserem Haus. Ah, nee. Wehe, du gehst jetzt in unser Haus rein. Und irgendwas stinkt total. So, meine Liebe. Los, los. Wir müssen gucken, dass du mal langsam fertig bist. Wir müssen nämlich deine Hausaufgaben noch ein bisschen machen. Wenn du den Müll weggeworfen hast, kannst du dann eigentlich... Wer bist du? Ach, jetzt sehen wir sie nicht durch wegen der Tür. Dann schummeln wir mal ein bisschen. Wer bist du? Cassandra Grusel. Du wohnst doch gar nicht hier, oder? So, meine Liebe, dann würde ich sagen,
Kannst du nicht. Ja, April. Gehst du mal duschen? Was ist hier? Also, ihr Essen hat ihr scheint sehr gut geschmeckt. Und in 13 Stunden ist sie dann im zweiten Trimester und sie braucht immer noch Spaß. April, kommst du dann bitte mal? Bist du denn ein junger Erwachsener? Du bist ein Teenager. Dann können wir ja mit dir auch ein bisschen quasseln. Hey, wo gehst du hin? April, beeil dich. Du musst ihr Hallo sagen. Sie ist ein Teenager. Können noch ein bisschen babbeln. Aber erzähl nicht, dass du schwanger bist. Ich glaube, das kommt nicht so gut an. Kannst sie ja kennenlernen. Also April mag Sonne. Und sie mag einen Schrank. Sie ist kreativ, die Cassandra. Okay. Dann kriegen wir nämlich dein Sozialhoch. Du kannst auch ein bisschen vom Erwachsenenwerden schwärmen. Vampirlebensstil loben. Bist du ein Vampir? Wir können sie mal fragen, ob sie eine Meerjungfrau ist. Sie kann einen kleinen Moment bleiben. Okay. Oh Gott, wir haben schon wieder 23 Uhr. Dann hältst du jetzt noch eine tiefgründige Unterhaltung. Und dann machst du bitte deine Hausaufgaben. Ja, es funktioniert. Jackpot. So. Und dann gehst du duschen. Kannst deine Zähnchen putzen. Kannst noch auf Toilette gehen. Sehen tut man aber noch nichts. Okay. Ich bin mal gespannt. Vor allem, was es wird. Ich würde mich gern irgendwie überraschen lassen. Also gar nicht irgendwie das Geschlecht zu beeinflussen, sondern wirklich zu sagen, okay, wenn es da ist, wissen wir es. Und du sollst dein Handy wegpacken und Hausaufgaben machen. Los, du hast sie doch fast fertig. Genau, und wenn es dann so langsam Richtung Geburt geht, können wir dann auch ein paar Namen suchen, beziehungsweise ihr. Sie hat die Hausaufgaben fertig. Perfekt. Dann machst du jetzt bitte die Dusche, gehst auf Toilette und putzt deine Zähnchen. Was war jetzt hier? 75, okay. Ja, das wird ein bisschen schwer, aber okay, wir kriegen das irgendwie hin. Dann singen wir ein bisschen. Ach Gott. Wie voll ist denn mal dein Müll? Er ist leer. Wer hat dir denn den Mülleimer geleert? Dein Projekt können wir ja schon mal hier platzieren. Dann kannst du das. Das ist verdorben. Okay, dann, meine Liebe, bitte einmal leeren. Und dann kannst du ja vielleicht noch ein paar Muscheln suchen oder so, bevor du dann schlafen gehst. 10 Stunden. Also wenn sie wahrscheinlich dann aufwacht, ist sie im zweiten Trimester, genau, zweites Trimester. Und dann werden wir wahrscheinlich ein kleines Babybäuchlein sehen. Ich bin schon so gespannt, vor allem. Und ein Haustier ist schwanger. Cleo. Mit A. Bartolomeo. Okay. Cool. Und jetzt ins Inventar bitte. Und dann kannst du hier an deinem Strand noch ein bisschen. Geht nicht. April. Nein, der ist schon wieder da. Nein, Fladdy, geh weg. Geh weg. Geh weg, bitte. Nein, du sollst nicht schlafen. Ich würde gerne mit dir raus hier sammeln gehen irgendwie, aber das geht nicht. Du bist so angespannt. Okay, du hast wenigstens deine Hausaufgaben fertig. Okay, dann gehst du jetzt einfach schlafen. Viel Spaß und gute Nacht. Süße Träume. So, wir lassen sie jetzt noch ein bisschen Muscheln suchen. Ja, sie ist eine romantische Person, ich weiß. Oh, was? Sie hat die Morgenübelkeit, okay. In 3 Stunden ist sie im dritten Semester, okay. Trimester, Entschuldigung. Wo gehst du jetzt hin? Du machst dir Würstchen, okay, Tofu-Würstchen. Und dann, ach, geht immer noch nicht. Ich mache aber auch immer dasselbe, wenn sie unwohl, wenn es ihr nicht gut geht, dass ich immer versuche, irgendwas zu machen. Seid mir das bitte nicht böse. Oder nehmt mir das bitte nicht böse. Jetzt habe ich es. Dann machst du dir jetzt bitte was zu essen. Du hast noch knapp 2. Okay, jetzt fast nur noch eine. Wir haben ja schon 7 Uhr. Gleich. Ach Gott, wie kriegen wir deinen Spaß nur hoch?
Ich finde es schade, dass der Jetski das nicht so ein bisschen hochlevelt. Oder die Leinwand, also das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Das ist nur der Fernseher, dieses Bilbo-Gedöns oder wie das heißt. Und Bücher lesen ist. Isst bitte was. Los. Du hast noch eine Stunde. Das schaffst du. Was zu essen und ihr ist übel. Das wäre mir wahrscheinlich auch. Nein, nicht rumfluchen, bitte. Das macht deine Manieren wieder runter. Und du bist schon hier relativ gut, Madame. Wirklich gut. Dann packen wir dir das ein. Du kannst vielleicht in der Schule ein bisschen verteilen. Kannst du jetzt? Nein. Machst du den noch weg? Ja, du hast gerade Tofu gegessen. Los, zur Schule. Zack, zack. Dann sehen wir uns gleich wieder, sobald die April aus der Schule zurück ist. So, die April ist zurück. Und, oh mein Gott. Bleib stehen. Bleib stehen. Tada! Das Babybäuchlein ist gewachsen. Juhu! Oh Gott. Ich finde so eine Schwangerschaft mit Kindern bei den Sims mit am aufregendsten. Muss man wirklich so sagen. Vor allem da sie jetzt im. Okay, das kann ja auch irgendwie nicht so stimmen. Das kann ja auch irgendwie nicht so stimmen. Okay, naja, wir lassen das jetzt einfach mal so. Ich muss mir bei meinen Einstellungen da nochmal so ein bisschen gucken, warum das jetzt nicht 7 Tage geht. Weil es sind jetzt bestimmt keine 7 Tage gewesen. Es ist wahrscheinlich 3. Ja, 3 würde ich jetzt schätzen. Naja, wir gucken. Jetzt darf unsere Bald-Mami erstmal nach Hause. Ja, du willst im Fernsehen, ich weiß. Und sie hat Cassandra genau mit einer zu sich geladen. Vielleicht können du stinkst. Dann geh bitte mal ganz schnell deinen Babybauch duschen. Guckt mal. Entschuldigung, das wird wahrscheinlich noch ganz oft so gehen. Durch Bibi. Ach, ich bin's froh, dass ich diese Challenge gestartet habe und ich hoffe, dass sie euch auch Spaß macht, sobald sie so ein bisschen ins Laufen gekommen ist. Ins Rollen heißt es ja eher gesagt. So. Und dann gucken wir, vielleicht können wir mit der Cassandra irgendwie bisschen Spaß haben, damit dein Spaß hochgeht. Also ich meine die normale Art von Spaß, jetzt nicht keine Hintergedanken, bitte. Wir gucken mal. Vielleicht könnt ihr euch ja witzige Geschichten erzählen. Hey, wo gehst du hin? Bleib hier. Kannst du nicht einfach jetzt abhauen? Was Getränk werfen? Provozieren. Nachtischl-Mächtel fragen. Wir haben ihr aber nicht gesagt, dass wir ein Baby bekommen. Nee, romantisch wollen wir nichts machen. Du kannst mal einen Witz über Aliens machen. Mein Rechner hakt gerade so ein bisschen. Was können wir denn noch machen? Ihr könnt ein bisschen dratschen. April, los, sie geht. Nicht weinen. Geh zu ihr. Vielleicht kann sie dir ja irgendwie helfen. Hier, kennen. April, los. Was? Wieso kannst du jetzt nicht zu ihr gehen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, du sollst sie nicht schubsen und provozieren. Ihr sollt euch mal lustige Geschichten erzählen. Los jetzt. Du musst deinen Bobbes darüber bewegen. Los. Dankeschön. Und jetzt lässt sie noch die schwangere April hier hinlaufen. Oh Gott, oh Gott. Dann unterhaltet ihr euch mal, bitte. Farg Ebso. Ah. Naba Ebso. Inabash. Oh, Pinja. Die sieht so süß aus. Oh. May Pixelmoise. Dann. Shaba. Kipuna. Gumau. Sind die noch gut? 40 Minuten. Dann isst du bitte hier noch was, bevor das schlecht wird. Dann kannst du bitte Hausaufgaben machen. Ja. Was ist das?
Unbehaglicher Kommentar. Aber das stört mich jetzt schon ein bisschen, dass das nicht 7 Tage sind. Wenn nicht, muss ich... ich habe nämlich den Wuhu-Mod auch drin. Wenn nicht, muss ich den rausnehmen und das nochmal irgendwie extern einstellen. Naja, wir sind jetzt falls im zweiten Trimester und bald kommt das dritte. Wenn nicht, ist es halt ein bisschen schneller. Wir müssen nur zusehen, dass wir ein bisschen Geld noch kriegen, April. Irgendwie müssen wir das heute noch hinkriegen. Du isst jetzt jedenfalls, machst deine Hausaufgaben. Und dann hätte ich gesagt, dass du vielleicht ein Bild malst. Für 100 wollte ich jetzt nichts machen. Vielleicht für 100. Für 50, oh Gott. Und dann können wir vielleicht nochmal gucken, ob die Kokosnüsse endlich reif sind. Die bringen nämlich relativ viel Geld ein, finde ich. Schnucki, isst du ein bisschen schneller? Ich weiß, du hättest so gern Fernsehen. Ach Mann. Ich gucke jetzt mal nach den Pflanzen, wie das da aussieht. Alles ernten. Jawoll. Danke, Spiel. Danke, Kokosnuss. So. Ich bin beim Belegen. Wow, warum bist du so schnell auf einmal mit den Hausaufgaben? Ach, das sind schon 25%. Okay. Notenziel. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 2 zu erreichen. Okay. April. Du musst nicht weinen. Jetzt sieht man ihren Babybauch voll. Ach, wie süß. Machen wir mal direkt einen Screenshot. Aber wir kriegen das hin. Du holst, glaube ich, erst die Kokosnüsse, bevor es dir dann wieder noch schlechter geht. Und du musst aufs Klo. Oh nein. Dann gehst du erst aufs Klo. Und ich gehe jetzt nochmal die Kokosnüsse suchen. Da ist die eine Pflanze. Dann darfst du hier im Anschluss, nachdem du auf Toilette pieseln warst, die Kokosnüsse ernten. Wo sind die anderen? Da. Dann können wir nämlich einen kleinen Garten anlegen. Was passiert jetzt? Mach mal schnell deinen. Machst jetzt auf der... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist gut geworden und sie ist einfach rumgelaufen. Das verstehe ich. Und jetzt macht sie einfach mal auf der... Wo sind deine Hausaufgaben hin? Ah, du hast sie fertig. Sehr gut. Und das um 19.11 Uhr. Ich glaube, die Folge wird was. Nahrungsspende. Bist du ein Erwachsener? Ja. Wir dürfen leider nicht mit dir reden. Es tut mir leid. Das verstößt gegen die Spielregeln. Aber wir dürfen, glaube ich, mit der Layla reden. Aber bis wir zurück sind... Na, wir können es versuchen. Ist wahrscheinlich die Nahrungsspende wieder vorbei. Mit dir dürfen wir auch reden. Dann mit Getränken. Wieso will sie denn alle mit Getränken bewerfen? Du sollst für das Kommen danken, junge Dame. Dann schwing mal deinen hübschen Babybauch Richtung Kokosnüsse. Wie sie läuft, als hätte sie schon, wäre sie im dritten Monat schon. Ja, die Nahrungsspende ist vorbei. Das habe ich mir schon so gedacht. Dann pflück du mal deine... Ja, sie hat sie. Oh mein Gott. Sie hat sie endlich. Dann hol jetzt noch ganz schnell die anderen. Dann haben wir 10 Kokosnüsse. Und ich hätte gesagt, dass wir vielleicht 5 davon pflanzen und die anderen vielleicht verkaufen. Du sollst das ernten, junge Dame. Ja. Möchtest du was malen?
Wenn du gerne was malen möchtest, dann mal gerne was. Was macht denn? Das ist schon wieder verdorben. Ach nein. Na, dann isst du halt zwei Kokosnüsse, Madame. Dann hast du wenigstens ein bisschen was für dich und dein Baby-Intus. Und dann bitte hier weitermalen. Toll. Jetzt geht's ihr wieder nicht gut und wir können einfach mal. Ach, jetzt stört mich meine Kamera aber wirklich. Jetzt reicht's. Wir können es nicht weitermachen, okay. Du willst es ansehen. Dann lauf mal nach Hause, Liebes. Deine Hausaufgaben hast du fertig. Dein Projekt machen wir an einem anderen Tag. Und du kannst vielleicht, bevor du schlafen gehst, noch duschen und vielleicht noch eine Kokosnuss essen. Was hältst du denn da davon? Bitte noch schnell duschen, auf Toilette gehen. Und dann kannst du noch Zähne putzen und dann darfst du schlafen. Da ist das Essen. Cool. Wenn du möchtest, kannst du dir dann noch ein Gericht nehmen. Eigentlich voll cool, das bei Sulani. Und sie schläft, glaube ich, gerade mitten. Ja, sie schläft ein. Nein! Pass mit deinem Bäuchlein auf, bitte. Umgefallen. Okay. Ich würde sagen, sie isst was und geht ins Bett. Und wir stehen dann lieber ein bisschen früher auf und lassen sie dann duschen und dann auf Toilette gehen. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. Dann erst mal was um 1:30 nachts. Wie lange bist du? Gut 3 Stunden nur noch. Oh Gott. Schade, dass es keinen Kühlschrank gibt, der abseits vom Netz funktioniert. Schade. Oder dass man mit dem Grill nicht auswählen kann, dass man nur eine Portion oder 3 Portionen machen möchte. Das würde ja für sie schon ausreichen. Aber keine 8. Das kann sie eh nicht essen. Ich mache den Teller für dich weg. Und machst du ihn? Das verstehe ich nicht. Das macht sie immer. Sie nimmt ihn und wird es irgendwie gerne machen, aber macht es dann irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, nicht schlimm. Das können wir eigentlich auch schon wegmachen. Das wird eh kaputt gehen. So, liebe April, süße Träume. Und du musst ganz dringend aufs Klo. Dann schnell, 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 schnell. Schnell! Ganz schnell. Schnell, schnell. Wenn du willst, kannst du dann auch schon duschen gehen. Wie lange brauchst du noch bis zum dritten Semester? Hallo? In 6 Stunden. Das dritte Semester. April, los. Geh schnell duschen. Dann könntest du dich vielleicht nämlich noch mal ein bisschen hinlegen. Ruhig, schnell, schnell. Und dann gehst du noch ein bisschen schlafen. Und sie ist schon wieder angespannt. Oh nein. Ich weiß, es ist nicht schön, wenn man nur so lauwarmes Wasser hat. Aber jetzt gehst du noch ein bisschen schlafen. Los. So, wir haben jetzt noch eine Stunde, eine halbe Stunde, keine eine Stunde mehr. Sie ist irgendwie gar nicht richtig ausgeschlafen, warum auch immer. Zieh dich schon mal um, meine Liebe. Ich weiß, das Bett scheint nicht so bequem. Du kannst eigentlich direkt schon zur Schule gehen. Und sie denkt an ihr Baby. In 2 Stunden ist sie im dritten Semester, also mitten wieder in der Schule. Perfekt. Nein, nicht schlafen. Du musst in die Schule, Schnucki. Sie hat 2 Junge geboren. Wie cool. Dann lassen wir die April jetzt in die Schule gehen und ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, die Folge war ein bisschen interessanter als die letzte. Und es kommt halt alles so nach und nach, aber das Baby wird bald kommen.
so wie ich das jetzt hier herausgefunden habe. Ich gucke nochmal nach den Einstellungen, warum das jetzt nicht 7 Tage irgendwie allgemein gedauert hat, weil bei meiner anderen Familie, die ich, mit der ich auf Instagram nur so Bilder mache und dazu ein bisschen was erzähle, die war wirklich 3 Tage schwanger, aber man hat nichts gesehen. Dann war sie irgendwie 3 Tage im ersten Trimester, dann 3 Tage im dritten, im zweiten und dann zum Schluss war das so einen Tag oder so. Das hätte ich halt für sie irgendwie auch gewollt. Kann aber sein, dass das durch diesen Woohoo-Mod, der bei diesem MC Command Center, den man sich dazu machen kann, dass das jetzt irgendwie verhauen worden ist. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich für die, dass ihr zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder damit einschaltet. Tschüss!